Es sind kleine Schritte, die große Hoffnung machen. Drei Männer, die mehr als 4 Jahre an den Rollstuhl gefesselt waren, können 1 Stunde lang aufrecht gehen. Damit ist Schweizer Wissenschaftlern ein medizinischer Durchbruch gelungen. Die Neurochirurgen von der Uni Lausanne haben dafür den 3 Patienten Elektroden in die Rückenmarkshäute implantiert. Durch Stromimpulse wird das Rückenmark jetzt stimuliert, die Nerven sozusagen wieder aufgeweckt. Und tatsächlich, kombiniert mit intensiver Physiotherapie, können die Behandelten wieder gehen. Einer der Schlüsselmomente für mich war es, als ich mich ohne mit den Händen abzustützen auf dem Laufband bewegen konnte. Yeah. 3 steps! Erst im September hatten amerikanische Mediziner in Minnesota von einem Erfolg berichtet. Ein junger Mann konnte gestützt mehrere Schritte gehen. Allerdings nur schwach und nur so lange die elektrische Stimulation des Rückenmarks aktiviert war. Das ist der entscheidende Unterschied. Wir stimulieren das Rückenmark natürlich, also nur nach Bedarf, so wie das Gehirn es auch macht. Aber wie erfolgreich das sein würde, war für uns total überraschend. Denn sogar nach dem Abschalten des Schrittmachers können die Patienten noch gehen. Zum ersten Mal ist damit bewiesen, dass durch einen sehr gezielten Eingriff das Gehirn von Gelähmten wieder mit seinen Beinmuskeln kooperieren kann. Jetzt müssen wir früher mit dieser Methode beginnen, also kurz nachdem die Querschnittslähmung feststeht. Dann sind die Chancen der Genesung viel höher. Dennoch, nicht allen Querschnittsgelähmten wird die Methode helfen. Sie funktioniert nur bei denjenigen, bei denen noch ein Teil der Nerven ungeschädigt ist. Es ist also nur ein Beginn.